letzter Elfer. Guten Morgen aus Berlin. An einem wundervollen Montag. Vor ein paar Wochen war ich ja noch bei der U19 bei Hertha gegen Wolfsburg. Da haben sie den ersten Platz in der Liga Nord-Nordost festgemacht. Und damit haben sie sich eben auch für die Endrunde der U19 qualifiziert. Und jetzt im Halbfinale wartet kein anderer als Borussia Dortmund. Die sind ja auch erster Platz geworden in ihrer Liga mit riesigem Abstand, auch noch vor Gladbach, die jetzt gegen Hoffenheim schon rutschen gegangen sind. Das heißt, Hoffenheim steht immer im Finale und jetzt wird eben der zweite Finalist gesucht. Und Dortmund ist auf jeden Fall ein Brett. Besonders gut sollte man dort kennen Wädchen, der jetzt vor kurzem auch sein Profidebüt gegeben hat für Dortmunds Erste und auch noch zum Champions League-Spiel gegen PSG mitgereist ist, davor noch Abi geschrieben hat. Ja, und Paris Bruna sollte eigentlich mittlerweile auch jeder kennen. Aber Hertha kann auf jeden Fall gegenhalten, denn im Hinspiel, was bereits gespielt wurde, jetzt unter der Woche, am Mittwoch, glaube ich, gab es in Dortmund ein 2:2. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Erste Halbzeit war Dortmund besser, gehen noch 1:0 in Führung. Aber dann zweite Halbzeit hat Hertha richtig aufgedreht, 2:1 Spiel gedreht. Und dann kassieren wir noch ganz am Ende so ein Scheißtor. Dadurch am Ende 2:2, heißt für heute alles drin. Von hier eben der Tram angekommen, war auch schon ein bisschen was los. Wie man auch schon hier sieht, ein paar Hertha-Fans, ein paar Dortmunder habe ich auch schon gesehen. Und hier ist der Ort des Geschehens für heute. Hier in der Gegend war ich schon oft, der Mauerpark ist auch hier direkt um die Ecke. Sind hier ja leicht im Norden von Berlin. Aber tatsächlich im Stadion war ich noch nicht, im guten alten Jahn-Sportpark. Ja, sieht ein bisschen in die Jahre gekommen mittlerweile. Trotzdem wird jetzt besonders regelmäßig gespielt, weil bei Hertha es ja auch Umbauten gibt. Und beispielsweise gestern wurde hier gespielt. Es war gestern noch Herthas zweite Mannschaft gegen Energie Cottbus in der Regionalliga. Und das war genau der letzte Spieltag, wo Energie Cottbus am Ende gewonnen hat und damit auch den Aufstieg in die dritte Liga feiern konnte. Deswegen bin ich mal gespannt, wie heute gleich der Rasen so aussieht. Denn es gab natürlich Platzsturm, wurde auf dem Platz gefeiert und so weiter und so fort. Ich hoffe, keiner hat da einfach die Schaufel genommen und ein bisschen Rasen ausgebuddelt. Boah, also den Preis zum schönsten Stadion gewinnt es jetzt nicht. Aber sieht auf jeden Fall sehr OG aus, hier mit diesen alten Schildern noch. Wie ihr seht, Herr Tana, sind einige da, aber auch Dortmund-Fans. Ich meinte eben gerade auch schon einer, heute sehen wir mal endlich guten Fußball, finde ich ganz witzig. Denn die Hertha U19 ist eine absolute Machermannschaft, falls ihr das nicht wusstet. Richtig geile Jungs, macht richtig Spaß, denen zuzuschauen. Was heute auch besonders ist, war im Hinspiel auch so, dass wir natürlich auch ein, zwei Spieler hingeschickt haben, die wir auch schon gut aus der ersten Mannschaft kennen, die wir natürlich auch noch U19 spielen können. Das ist natürlich zum einen Ebo Maser, der wird heute wieder spielen, und genauso Pascal Clemens. Was richtig geil ist, wo ich mich sehr freue. Wir packen heute alles aus, was Hertha irgendwie so zu bieten hat. Aber auch ansonsten der Rest der Mannschaft übertrieben cool. Im Sturm Olli Rölke, Bobo Lum, der dann in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund Außenverteidiger gespielt hat. Hoffi ist zurück, Tim Hoffmann in der Innenverteidigung, der auch schon jetzt gegen Fürth seinen ersten Profi-Einsatz hatte. Ein Straßner auf Linksverteidiger, Tim Goller im Tor, absolute Maschine. Und Benson natürlich wird auch spielen, der ja jetzt am Ende der Saison zu Wolfsburg wechseln wird. Falls ihr jemanden vergessen habt, das sind gerade so die Jungs, die mir gerade eingefallen sind. Auf jeden Fall, es ist eine fickte Machermannschaft, ihr seid geil und ich hoffe wirklich, dass die es heute ziehen. Ich weiß, Dortmund ist sehr, sehr schwer, aber die hätten sich es auf jeden Fall verdient. Übrigens hier neben direkt noch Tennisplätze und ich werde mich jetzt mal hier in die lange Schlange ranstellen, denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Auf jeden Fall babamäßiges Wetter, blauer Himmel, alle laufen mal kurz im Trikot rum, übertrieben nice. Und wir sind drin. So sieht das Ganze hier aus. Wir haben uns mal hier hingesetzt. Hier die Tribüne hier komplett voll und eben unterm Dach auch. Ansonsten aber cooles Stadion. Mit bisschen Skyline, Fernsehturm im Hintergrund. 10 Minuten vor Anpfiff, kann es auch schon bald losgehen. Und richtig geiles Wetter. Come on, come on, come on. Mein Tipp, ich beliebe 2:1. So, und es geht los.
Hoffenheim oder Berlin stattfinden. Ja. Oh. Wow. Es kracht. Es kracht. Oh, Ivo hat so ein feines Füßchen. Digga, er ist so ein Baller. Er ist so ein Baller. Es ist unfassbar. Digga, Ibrahim Masa, er ist wirklich generational, ne? Ich mein's wirklich ernst. Ach, Digga, Ibo Masa ist zu gut für das, für hier. Er ist zu gut für hier. Rechts, rechts, rechts. Ja! Come on! Let's fucking go! Es ist Olli Welke. Auf geht's! Digga, wie geil. Machermannschaft. Und das ist das 1:0 in der 34. Minute. Hertha! 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 Oh mein Gott! Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kann man sich nicht ausdenken. Wirklich eine Minute später im direkten Gegenzug 1-1 Dortmund. Oh, das tut so weh, ne? Es war noch Kiel Wädchen, der da noch schon im Champions League Kader stand gegen PSG. Im direkten Anschluss. Ah, 1-1. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Weltklasse, nein! Oh! So, zweite Halbzeit kann losgehen. So, ihr sollt. Oh nein. Oh nein. Yeah! Woo! Oh, der geht an den Pfosten und da muss er nur noch reinschieben. 2-1, direkt nach der Halbzeit. Oh oh, oh oh. Oh, ich bin lief noch dran. Dann halt den 2-2 mit Elfmeterschießen. Es kracht jetzt. 3-1 Dortmund. Das war schön gemacht. Ach, Bro. Direkt nach der Halbzeit. Nein, Bro. Ja, wir sind noch da, wir sind noch da. Auf geht's. Schön herausgespielt auch wieder. Yes, richtig. 3-2, alles wieder möglich. Auch gut gespielt wieder. Machermannschaft. Nein, oh. Ja! Ja! Schön gemacht von Strassner gegen Paris Brunner. Oh! 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 Ja! Let's go! Come on! Let's go! 3-3! Digga, Machermannschaft! Der Neuen. Und Jungs, hier geht noch was. Auf geht's! Breiten 3:3, der Ausgleich. Digga, was ist das hier für ein Spiel, was wir sehen? Wieder ein wunderschöner Spielzug. Nee, wa? Ja! Nein, der Ball war nicht hinter der Linie. Ja, von hier kann man das unmöglich sehen. Hey! Oh, warte, Vorteil. Achso, Vorteil laufen! Rot! Das ist die gelb-rote Karte. Auch komplett verdient. Boah, Hertha ist viel besser. Oh, jetzt ab zur Ecke, Digga. Die Hertha macht zu Druck jetzt am Ende. Und da ist jetzt Schluss. Und jetzt geht ins Elferschießen. Also 3:3 nach 90 Minuten. Wir kriegen ja wirklich noch das Elfmeterschießen. Ich hoffe, die schießen hier auf unser Tor. Ach, schade. Jetzt kann wirklich alles passieren, ne? So, leider das falsche Tor.
aber Hertha fängt an. Ja! Ein Thema, der Erste muss sitzen. Ah, das tut weh. Erster direkt gehalten. Und Dortmund. Ja, schön! Ja! Sicher. Ja! Oh nein! Der Schütze. Oh, er ist drin. Oh mein Gott, der Ball ist drin. Ja! So, letzter Elfer wahrscheinlich, wenn Dortmund hier trifft, ist das vorbei. Tim Goller! Colin Campbell mit der Rücknummer 10 hat den entscheidenden Elfmeter für den BVB geschossen. Glückwunsch zum Einzug ins Finale, Aber Hertha hat da wirklich absolut mitgehalten. Wir hätten da wirklich in Überzahl vielleicht noch machen können. Aber Dortmund wird Finale gegen Hoffenheim spielen. Sehr, sehr, sehr souverän alle verwandelt. Aber ja. Sehr, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Er hat wirklich über beide Spiele richtig abgeliefert, richtig mitgehalten mit dem BVB. Wenn nicht sogar besser gespielt. Auch heute wieder richtig geil gespielt. Nach 3-1 wieder zurückgekommen. 3-3 gemacht. Es war ultra viel Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Oliver Reis auch am Kochen gewesen. Aber gut, es sollte wohl mal wieder nicht sein. Im Elfmeterschießen hat Dortmund das Ding für sich entschieden. Glückwunsch gerne nochmal raus.